Ja, Leute, mein Schatz hat ein Paket rausgeholt. In unseren Einkaufswagen. Finde ich Hammer. Mal sehen, was drin ist. Die werden mal gleich mal reinschauen. Hier. Und mal sehen. Bis gleich. Ich habe den ersten Bus da rausgeholt, liebe Leute von heute. Ja, den ersten Bus. Kann ich euch mal zeigen. Sieht soweit noch okay aus. Hier geht die Lupe auf. Oder eher gesagt, die Tür. Ist auf jeden Fall ein toller Bus. Kann man nicht meckern. Ah, hier, jetzt geht die auf. Wunderbar. Die hat, glaube ich, auch schon einen leichten Schaden. Wollen wir mal reingucken hier. Aber sonst sieht der Bus noch soweit gut aus. Und ja. Der hat bestimmt sich gemeldet und hat gesagt, ich will raus, ich will raus. Und ja, das ist der Busklub, das ist glaube ich der einzige Bus, oder? Ah nee, noch ein Bus. Ja, okay, ich habe ihn schon. Jetzt habe ich davon zwei. Klar. Auf jeden Fall sehr schön, nochmal danke. Und denselben Bus habe ich meiner Mama dann damals geschenkt, weil ich dann ihn nicht mehr geparkt habe. Und ja, das ist so ein, ich sag dazu immer, ein Stadtbus für enge Kurven, für enge Straßen. Und ja, sieht sehr, sehr süß aus. Und ja, die Inneneinrichtung ist auch toll. Jedenfalls sehr toll gemacht. Kann ich euch mal den zweiten Bus mal zeigen. Und nun sind das zwei Leute, sind zwei Leute hier. Ist das nicht Hammer? Zwei Busse auf einmal. Denn ist von mir gewesen. Meine Mama geschenkt damals. Und das ist der Bus von dem jungen Mann. Ja, okay, ist ein bisschen eingestaubt. Aber sonst ist er der gleiche Bus. Jo, und das ist der letzte Bus für heute. Ja. In den Bus will ich, glaube ich, im Winter nicht fahren. Bei Regen aber auch nicht. Wollt wissen warum? Darum. Alles offen? Bestimmt ist das der neue Sommerbus für die heißen Tage. Gerade Leute, die mal was hier, ja, Luft ablassen, geht es sehr, sehr gut nach oben raus. Aber ist auf jeden Fall auch ein toller Bus. Den nehme ich dann als Ersatzteillager am Ende. Weil den Bus kann ich da nicht mehr einsetzen. Ich weiß nur, Steffen hätte daraus wieder ein, ja, Glanzstück wieder gemacht, wie ich ihn kenne. Er hätte wieder das wieder einen tollen Bus wieder rausgemacht. Aber wenn ich ehrlich bin, das kann ich nicht so gut, wie Steffen das kann. Aber dafür nehme ich halt für andere Dinge. Und ja, auf jeden Fall ein klasse Bus. Okay, das fällt auch schon die Kummis. Ja, genau. Ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Ja, sehen wir mal die zwei Busse zusammen. Die zwei großen. Ah, da sehe ich gerade hier. Fliegt auch schon auseinander der Bus. Haben wir schon mal den besten Tag erlebt. Aber nicht schlimm. Bio. Ja, Bio muss sein. Und dann mal der rote Bus nebeneinander und die anderen kleinen Busse. Die anderen kleinen Busse sind jetzt in der Küche aktuell. Aber sind auf alle Fälle schöne Modelle. Ja, mein Lieber, danke noch einmal an den jungen Mann, der mir Busse geschickt habt, genau. Die kamen am Samstag an. Samstag mit der Post. Genau. Mit Postboten. Ja, und ja, danke auf jeden Fall. Und da war das erstmal gewesen mit meinem spezielles Video. Dann sehen wir uns dann bei restliches Video bei morgen dann wieder, wenn ihr dann mein aktuelles Video dann seht auf meinem Kanal. Bis später.